Sie denken, ein Index-ETF bildet der Markt ab. Das ist aber nicht so und der Grund steht hinter mir, die Börse. Es ist nicht so, dass ein Index zusammengestellt wird aus Unternehmen, die ein bestimmtes Land repräsentieren. Vielmehr besteht ein Index aus all diesen Aktien, die sich entschieden haben, an die Börse zu gehen und die dann von einem Unternehmen wie die SIX, die hinter mir ist, der Schweizer Börse, ausgewählt werden, um einen Index zu bilden. Das ist in der Regel überhaupt nicht repräsentativ. In den USA gibt es einen riesigen Index, den Standard Poor's 500, die größten 500 Unternehmen Amerikas, die größte Wirtschaft der Welt. Und dieser große Index war letztes Jahr, 2017, dadurch geprägt, dass nur gerade 5 Aktien 30% der Rendite ausmachten, also einen großen Anteil hatten. Das war natürlich, wer denkt, könnte es anders sein, Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google. Diese Aktien haben 30% der Rendite des Standard Poor's 500 letztes Jahr ausgemacht. Das ist überhaupt nicht repräsentativ. Und sogar so etwas wie der MSCI World, also ein Index, der die ganze Welt abbilden sollte, ist nicht repräsentativ. 50% der Aktien des MSCI World sind amerikanische Aktien. 30% sind Technologie- oder Pharmaaktien und 20% sind Banken und Versicherungen. Das ist überhaupt nicht repräsentativ. Und sogar der Markt, der hinter mir steht, der Markt der Schweizer Börse, gespiegelt am Swiss Market Index, dem SMI ETF, ist alles andere als die Schweizer Wirtschaft. Er hat mindestens doppelt so viele Finanzunternehmen und 5-mal so viele Pharmaunternehmen wie die wirkliche Schweizer Wirtschaft. ETFs sind nicht der Markt. Schauen Sie also genau nach, was Sie kaufen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.